die Castrop-Rauxel auf den FC Castrop-Rauxel. Mehr Castrop geht nicht. Nee. Eindeutig nicht. Flotter Beginn. Ball abgefangen von vom FC. Das Spiel beginnt sehr schnell. Kein Warmwerden, kein Abtasten. Jetzt hier im zweiten Spiel sind alle auf Betriebstemperatur. Ins offene Gefecht. Das erste Tor. Und die Nummer 4 von SG mit dem Tor nach 40 Sekunden. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist SG Castrop der Titelverteidiger. Richtig. Und FC Castrop ein ambitionierter und aufstrebender Kreisliga B. Aber der FC überhaupt nicht geschockt von dem frühen Rückstand. Oh, das sah nach einem bösen Foul aus. Aber keine Absicht, trotzdem 2 Minuten. Freistoß für SG, kurz ausgeführt. Jetzt ist SG natürlich klar im Vorteil, ein Mann mehr im Spiel. Das müssten sie eigentlich nutzen. Oh. Oh. Doppel-Aluminium hier. Er ist schön durchgesetzt. Posten im Nachschuss. Latte. FC Castrop im Doppelblick. FC Castrop immer noch in Unterzahl. Kontersituation 2 gegen 3. Ah, zu schlampig ausgespielt. Eine Einzelaktion. Schöne Einzelaktion. Durch die Beine des Torwarts. An der Auslinie 3 Mann stehen gelassen. Und dann nochmal schön kurz den Power. Und das in Unterzahl. Nicht schlecht. 1-1. Weiter geht's. Wie eine Einzelaktion doch das Spiel auch entscheiden kann am Ende. Drei Minuten sind gespielt und beide Seiten schenken sich nichts. Wieder pari. Alle vollzählig. Ist für dich ein Klassenunterschied festzustellen? Bisher noch nicht, also es ist sehr ausgeglichen. Ich finde auch, dass FC das richtig gut macht. Ja, SG muss den Titel verteidigen natürlich, die haben die Ambition und der aufstrebende Verein will natürlich auch hier mit einem Sieg nach Hause gehen.
Spiel wird ruhiger, ne? Es ist jetzt mehr so ein Abtasten. Beide Seiten warten wirklich auf die Lücke. Da wird nichts unüberlegt gemacht. Im ersten Spiel sah die SG noch deutlich besser aus mit einem 7:0 und jetzt, oh, schönes Tor. Einmal angezogen, strammer Flachschuss, drin das Ding. 2:1 für die SG Kaspow. SG wieder im Angriff. Schönes 3:1. Blank stehen lassen vom Tor. Aber der Torhüter ist auf Post. Hacke durch Tunnel, die Beine. Kein Tor. Jetzt ist es, jetzt wird es, glaube ich, eindeutig. 8 Minuten 20 noch zu spielen, 4:1. Da merkt man doch, warum die SG auch jetzt Titelverteidiger ist. Sie spielen einfach sehr effizient. Etwas mehr als die Hälfte ist rum und es steht 4:1 für SG. Langer Ball, Foul, kein Ball gespielt, auch wenn der Spieler das anzeigt. Freistoß für SG aus ausrechtsrechter Position. Geh weiter im Ball. Schöner Pass, leider ein bisschen zu lang.
Frage ist wirklich, wenn SG so weiterspielt, werden die wirklich wieder den Titel holen? Welche Mannschaft könnte sie schlagen? Das bleibt abzuwarten. Und nur noch 4-2. Schön durchgesetzt, aber der Torhüter konnte noch nicht klären. Fünf Minuten sind noch zu spielen. Schön durchgesetzt. Am Ende zwar noch ein bisschen Glück, aber das ist das Glück des Tüchtigen. Das gehört da auch dazu. Das Glück des Tüchtigen. 5-2, 4 Minuten 30 noch. Mein alter Physiklehrer sagte immer, Glück ist eine Funktion des Könnens. Super, Kopfball gehalten. Es gibt wirklich wenig Kopfballsituationen, ne? Also FC Castrop kämpft, ja, aber ich glaube, man kann jetzt schon sagen, dass SG den Sieg nach Hause fahren wird. Konzentration für die SG, 3 gegen 2, aber da bleibt der Pass in den Beinen des Gegners stecken. Aber in diesem Spiel muss der sonst so pfeiffreudige Schiedsrichter gar nicht so viel pfeifen, ne? Wieder Überzahlsituation. Diesmal. Aber sie bleibt ungenutzt. Erfolg. Konter. Aber in Unterzahl. Das. Schöner Pass, schön durchgetankt. Am Ende ein Haken zu viel. Noch knapp 2 Minuten. Aber SG ruht sich nicht auf dem Vorstand aus. Die geben weiter Gas. Thank you.
Gleich beginnt die letzte Minute. Ja, den Vorsprung. Nee, nee. Lässt sich die SG nicht mehr nehmen. Schade für die aufstrebende Mannschaft, aber verdient für den Titelverteidiger. Letzten 3 Sekunden. Abpfiff. SG Kassel-Brauxel 5, FC Kassel-Brauxel 2. Wir melden uns zurück beim nächsten Spiel. Endstation SG Kassel-Brauxel.